Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Donnerstag. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns auf einen Neuzugang auf Trodia zu begrüßen. Achim! Wenn ihr ihn seht, heißt ihn bitte ganz herzlich willkommen. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf die Trodia. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück, liebe Trodianer, zu Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. So. Neuer Tag, neues Glück und, ja, wir bekommen jetzt immer hier noch so welche schönen, netten Tipps eingeblendet. Darf man jetzt nicht vergessen, wenn wir das Spiel starten und so weiter und so weiter und so fort. Aber, ja, davon erstmal genug. Geht es hier heute weiter? Wir müssen... Ich weiß gar nicht, was wir müssen. Eugen ein bisschen was bringen. Ja. Also verschiedene Aufgaben, ne? Ach, genau. Und Holz und Eisen holen. Für eine bessere Axt, das wir die auch einmal gebaut haben. Hier haben wir dann unseren Steinstein. Nein, nicht Steinstein. Unseren Mischstein. Mischstein. Ihr wisst ja, ich bin eher so der Fan vom Sternistein. Dann haben wir dann noch irgendwo gleich einen Sternibaum. Den müssen wir auffinden. Lotta, was willst du denn von mir? Guten Morgen, Trueplay. Hab mich fast allen Einwohnern und zukünftigen Followern hier auf Trudia vorgestellt. Das nennt sich Fanarbeit. Schließlich muss jeder mitbekommen, dass jetzt ein VIP auf der Insel lebt. Ui, da fällt mir ein. Als ich dieses süße Item hier gesehen habe, musste ich sofort an dich denken. Hier für dich. Das ist ein Dreirad von der Insel, auf der ich zuvor gewohnt habe. Ich finde, der Wow-Effekt passt einfach perfekt zu dir und zu Trudia. Ich bin ja so happy, dass es hier so coole Jungs wie dich gibt. Hihi. So. Wehe, du ärgerst mich jetzt. Okay. Die fängt ihn doch sowieso nicht. Oh, ein Goldklumpen. Ein Goldklümpchen, das sind ja wieder 10.000. Ich wollte gerade fragen, du warst doch gerade auf Funk-Modus. Warum hast du den... Ach, egal. So. Hier wächst eine Birne. Ja, der Sternistein. So viel. Ach, ist das schön. Ja, so muss das. Genau so. So nicht anders. Schön. Was? Danke. So. Wir suchen dann noch den Goldfleck. Dann haben wir nochmal Kirschen. Nehme ich gleich erstmal mit. Ja, aber nochmal Kirschen. Aber noch kein Goldfleckchen, ne? Schade. Hallo, Libelle. Oh, Salam. Nenn mich Aziza. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Aziza bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere. Ich habe sie... alle habe ich. Nach dem Kauf siehst du sie. Und mehr noch, auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Aziza. Er wird Freund. Ein Teppich bitte. Nur wohl. Du wünschst einen Teppich. Welche Größe? Drei Größen. Okay. Einen großen. Finde ich zwar ein bisschen schade, dass man das nicht sieht, was man da kauft, aber ich nehme einfach mal einen Teppich.
Fragezeichen Coupon erhalten. Okay. Mein Geldbeutel ist erschöpft. Was? Das gab keinen Erfolg? Meine Fresse. Was ist das denn für ein Betrug? Egal. Da können wir schon mal unseren Sterni-Sack vergraben. Zehntausend Sternis vergraben. So. Dann müssen wir mal rüber auf die andere Seite. Der wächst noch. Irgendwo habe ich noch einen Sterni-Baum, das weiß ich. Die Frage ist nur, wo war er? Die gute Frage ist, wo war er? Ich hatte jetzt jeden Tag einen Baum gepflanzt. Ich fühle mich jetzt gerade echt vom Spiel auf den Arm genommen. Ja. Ich fühle mich gerade richtig vom Spiel auf den Arm genommen. Angeln. Was ist das da oben alles? Angeln. 5000 Sterne verdienen es. Insekten fangen, Bastelsachen und verkaufe Obst. Okay. Das eine kann das andere ergänzen. Das ist ja in Ordnung. So. Wir suchen weiter dann das Fossilien-Ding. Fossilienstelle. Reiner Zufall ist nicht da, ne? Da oben ist aber was. Ha. Gewusst wie. Doch rein theoretisch könnte ich sogar zu Rainer dann schwimmen. Müsste ja rein theoretisch möglich sein, ne? Ist hier irgendwas? Nein, das scheint nicht so, als ob hier was wäre. Ich habe doch erst wenig gefunden. Ah, da. Wollte schon sagen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 5 gab es doch, ne? Es gab immer, glaube ich, 5. Ja, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt. Da hast du die Wackelaxt. Ich weiß, ich brauchte Holz. Ich weiß nur nicht mehr, wofür. Ah, genau, für die bessere Axt. Das mal sammeln? Nein, ich wollte ich nicht haben. So. Ich glaube, ich brauchte 5. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... 5 könnte hinkommen. Und trotzdem mal ein paar mehr mit. Warum gucke ich nicht einfach? Wäre doch viel einfacher zu gucken, ne? 3 Holz und nochmal 3, 6. 6 brauchte ich sogar. Seht ihr? Und ich habe 7.
Also, mach dir keinen Kopf drüber, du hast alles. Hier ist kein X markiert. Gibt's also doch nur 4. Wobei ich der Meinung war, es gab immer 5. Ah, und ich habe einen Sternibaum gefunden. So. Haben wir das schon mal wieder? Taschenplätze. Einer Platz für Birnen. Theoretisch ja. Weil ich soll ja auch Obst verkaufen. Ne, für dich habe ich jetzt gerade keine Zeit. Das, wenn ich dich gerne runterholen würde. Irgendwo war hier doch noch ein Birnenbaum da. Weg mit dir. Das heißt, dann haben wir hier die Häuser schön nebeneinander. Oh, schön. Das finde ich schön. Das finde ich... Kommt, Leute. Seid mir ehrlich. Das ist doch gut gelungen, oder? Die sind schön nebeneinander. Das sieht richtig schön aus. Das finde ich schön. Richtig. Ich muss das wegwerfen. Ich muss das beiseite werfen. Ablegen, ablegen. Oh, eine Stabschrecke. Jetzt musst du den Stab jemand anders übergeben. Wie, den Witz hast du schon mal gehört? Nö, eigentlich nicht, aber egal. Ah, Mann. Eugene. Ja, ja, Eugene, komm. Fossilien analysieren. So. Ist auf jeden Fall was Neues dabei. Heißt es, dass nicht alles neu ist? Tatsache, eins ist wieder zum Verkaufen. Interessant. So. Nein, das wär's. Gut, ich gehe mal davon aus, um jetzt hier endlich mal ein bisschen was auch von dem DLC und alles zu erleben, müssen wir wie heißt es so schön, erstmal alle drei Häuser hier stehen haben. Also, oder beziehungsweise alle 5, ne? 3 waren es ja davor und jetzt sind es halt 4 und hier ist noch die Nummer 5, ne? Aber ich meine halt diese 3 Häuser, die wir gebaut haben, die müssen alle vorhanden sein und dann, glaube ich, kann es weitergehen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So. Zack. Erstmal... Ramos-Aussperrung. Erlernen. Habe ich noch nicht gemacht. Ach, die Zäune kann ich auch noch machen. Stimmt. Ins Lager. Ins Lager. Das Holz wollte ich erstmal nicht ins Lager. Lehm. Ins Lager. Steine. Ins Lager. Kirschen. Ins Lager. Auf den Boden. Ja gut, der geht, komm. Der geht. Ist zwar jetzt nicht gerade das schönste Grün, aber egal. Ein Dreirad. Das werde ich mir sicher nicht reinstellen. Das stelle ich dann, vor die Tür. Okay, also jetzt muss ich irgendwie einen Zaun machen. So. Aufstellen.
Genau. Krawum, krawum. Der Baum stört mich so ein bisschen. Ah, den kann ich auch bald dann abbauen. So. Muss ich ernsthaft jetzt rumgehen? Mann! Hä? Warum konnte er es nicht von der anderen Seite? Hä? Hm? Nein, weil einfach doof, ne? Ja, danke. Lücke. Ich würde gerne was sehen. Okay. Jetzt haben wir schon 20 aufgestellt von 50. Hier. Natürlich war das falsch. Von der Höhe her. Mann. Das passt aber wieder, ne? So, da ist jetzt leider der Baum, deswegen komme ich da nicht weiter. Und da ist dann der Stein, ne? Na gut, egal. Wir haben jetzt erstmal ein paar Zäunchen gebaut. Und dafür auch einen Erfolg bekommen. Da. Okay. Die anderen Zäune muss ich dann erst bauen. Den Trinkbrunnen. Den stelle ich mal... Das wäre eigentlich sowas fürs Dorf, ne? So ein Trinkbrunnen neben Eugen. Ich glaube, ich bei so einem Museum sogar Sinn. Und ich höre was. Willst du mich verarschen? Wir mich verarschen. Mitte! Mann! Was haben wir denn bekommen? Ein Gartenstuhl. Okay. Ein Gartenstuhl. Ein Gartenstuhl. Nuckmeilchen. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich Geschenke runtergeschossen, ne? Katalogstöber. Achso, ne. Wow. So, wir müssen dann noch zum Nook-Portal, aber ich will jetzt ganz kurz erstmal meinen Gartenstuhl hier hinstellen. Ja, so kann ich das schön genießen. Achso, mein Dreirad soll hier an den Rand. Genau, es ist aber eher was für Kinder, ne? Möchte ich mal anmerken, ne? Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz, ne? Ja, genau. Gut. Passt. Okay, was hast du denn zu sagen? Zur aktuellen Situation auf dieser Insel. Nix? Okay. Nook schweigt sich wie immer aus. Ist 300. Meilen einlösen, was haben wir denn?
kann mich halt noch nichts davon fixieren, so wirklich so. Keine Ahnung. Oh. Ah, Toppe, hallo, hallo. Was darf's denn sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Ja, die ewige Frage. Ich suche Leute, die Interesse an einem Kurs. Achso. Okay, ich muss jetzt diesen blöden Kurs machen. Ja. Aber mit Vergnügen. So gefällt mir das. Fangen wir gleich an. Ah, das Umgestalten. Ich fange am besten mit meiner Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Und dann gestaltest du das Item an einer Werkbank um. Schon hat es ein neues Design oder eine neue Farbe. Wie sagt man doch gleich, probieren geht über studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel ist in dieser Sitzung, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Items zum Verstauen von Kleidungsschränken, Truhen und so weiter sind sehr nützlich, ja. An ihnen kannst du in jedes Kleidungsstück schlüpfen, das sich zu Hause in deinem Lager befindet. Mit einem farblich umgestalteten Holzschrank könntest du daheim neue Akzente setzen. Und diese Freiheit, dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau das, was Trodia ausmacht. Oh, dir fehlt noch die entsprechende Bastelanleitung. Augenblick, ich lasse ihn dir rasch zukommen. Wenn es jetzt daran die ganze Zeit gescheitert hat, ne? So, da wären wir. Erledigt. Komm dann bitte wieder, sobald du einen Holzschrank angefertigt hast, ja? Ernsthaft? Ich dreh durch, ne? Ich dreh echt durch. Okay. Ja, da muss ich jetzt erstmal Holz holen und einen Schrank basteln, damit ich den umgestalten kann. Ich hätte doch eigentlich gleich den störenden Baum nehmen, der mich am meisten stört. Eins, zwei, drei. Das möchte ich so stehen lassen, das sieht ja gut aus. Der kann bleiben. Der da oben stört. Ich brauche 12 Holz. Ich habe erst 6. Ich weiß gar nicht, störst du mich auch? Ne, du störst mich nicht. Das hier war der Sternibaum, der kam wieder weg. Nein. Runter da. Ich weiß gar nicht, welche Bäume erstmal weg können. Also erstmal, rein theoretisch stürme ich jetzt mal alle, bis ich sie wieder neu pflanze. Aber ohne Bäume haben wir leider auch nicht die Möglichkeit, da irgendwas, ne, entsprechend umzusetzen. Da hatte ich jetzt eigentlich den... Sterneflecke. Okay. Auch noch nicht. Ein Fichtenbock. Das ist natürlich praktisch, wenn dann sowas hingestellt wird und dann auf einmal taucht ein Fichtenbock auf. So. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich brauche halt 12 mal Holz. Dann war's so. Ja, muss man halt mal holen, ne? Man muss schon mal 12 Holz holen. So. Müssen wir diesen blöden Schrank bauen. Nein, nicht weitermachen. Oh Mann, ich bin so doof. Da
der Bastelkurs. Oh, Toplay, du hast deinen Holzschrank dabei. Dann ist es jetzt an der Zeit für dich, die umzugestalten. Du erhältst gleich die notwendigen Umgestaltungssets von mir. Stell dich bitte zunächst an die Werkbank. Also, dein Holzschrank ist bereit, hm? Dann ist es jetzt an der Zeit, mit dem Umgestalten zu beginnen. Hier sind zunächst einmal ein paar Umgestaltungssets für dich, Toplay. Hol einfach deinen Holzschrank raus und probier das Umgestalten an ihm aus. Okay, ja, habe ich verstanden. Ich habe jetzt einen grünen Boden, da würde dann eher sowas Blaues passen. Ja, wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur den Umgestaltungssets und eine Werkbank hat. Die übrigens Sets kannst du ruhig behalten. Nutze sie für dein nächstes Umgestaltungsprojekt, ja? Da du den Kurs damit abgeschlossen hast, kannst du jetzt auch im Laden Umgestaltungssets kaufen. Das Umgestalten ist in erster Linie für Möbel und andere Items gedacht, die du selbst gebastelt hast. Aber manche der Marktartikel, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. Es gibt zum Beispiel solche, bei denen du den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kannst. Herauszufinden, welches Item du auf welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Und damit wären wir am Ende meines Kurses zur Umgestaltung angelangt. Dein umgestalteter Holzschrank wird sicher gut in dein Zuhause passen. Und nun mach erstmal eine Pause, hm? Du hast sie dir verdient. Na toll, Nook. Das ist das, was ich hören wollte. So, was haben wir hier? Stiefel, Karton, Nadelbaumsetzling, Karton. Nee, nicht wirklich etwas, was ich jetzt gerade brauche. Akut brauche. Aber den Schrank können wir gerne noch wegbringen. Das haben wir. Den Schrank jetzt mal hier hinstellen. Der, denke ich mal, sich besser ergänzt als der andere Schrank. Ja, passt eigentlich gut dazu, ne? Ich möchte ihn bloß mehr hier haben, den Schrank. Den Teppich. Ah. Mittig macht er sich aber doch besser. Ich weiß, es klingt doof, aber mittig macht er sich besser. Ah, das kann ins Lager. Kann ich das auf den Schrank? Ja, das kann ich auf den Schrank. Schön. Klobürsten-Set, weiß ich nicht. Das ist so. Es ist einfach da. Ja, gut, lassen wir es erstmal so. Ich finde, das sieht doch besser aus. Ja, doch, definitiv. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir jetzt mal wieder ein paar Sachen bei Nepp und Schlepp verkaufen. Und vielleicht schaffe ich es dann nochmal endlich auf eine andere Insel zu gehen. Zeitlich. Ich hoffe ja, dass wir dann den letzten Bewohner finden. Ding ist ja auch, ich kann ja dem anderen Bewohner noch gar nicht guten Morgen sagen, beziehungsweise glaube ich, doch, könnte ich schon, oder? Na, aber das kann ich ja dann machen, dann ist er jedenfalls wach. Das macht ja dann, nein! Das macht ja dann jedenfalls Sinn. Und den Stein hier, den muss ich jetzt sowieso erstmal vernichten, weil der bringt mich nämlich nicht weiter. Insofern kann der ruhig weg, der Stein. Danke. Ja, dann sage ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.